Verdammt Basel-Land, am Puls des Baselbieter Sport. Das Baselbieter Sportamt ist eine Dienststelle von der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion und hat den Auftrag, alle Arten von Sport für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen zu unterstützen und zu fördern. Primär geht es darum, gute Rahmenbedingungen zu bieten im Interesse von Sport und Bewegung. Für die Umsetzung dieses Auftrags ist das Sportamt-Team zuständig. Kernaufgaben. Erstens Ausbildung. Das Sportamt organisiert Aus-, Fort- und Weiterbildungskurse in den Bereichen Jugend- und Sport und Erwachsenensport für über 1000 Leitende. So kann gewährleistet werden, dass in den Baselbieter Sportverein bestens qualifizierte Leitungspersonen tätig sind. Mit dem Angebot 14-18 Coach setzt sich das Sportamt dafür ein, dass es keine Engpässe in Bezug auf die Leiterinnen- und Leiternachwuchs gibt. Es war anstrengend, das Zweite auf allen Vieren, aber da ist das Lachen gekommen. Also wir haben einige gehört, die gelacht haben. Also ihr habt es drinnen gehabt, das Lernen, das Leisten und das Lachen. Außerdem bietet das Sportamt etliche Weiterbildungsmöglichkeiten an für Leitende aus Sportvereinen und für Lehrpersonen, die Sport unterrichten. Zweitens, Breitensportangebot. Das Sportamt vermittelt Freude am Sport für alle Altersgruppen mit vielen unterschiedlichen Angeboten und Anlässen. Für die Breitensportförderung zum Beispiel mit dem Familiensporttag und dem Baselbieter Team OL. Im Bereich Schulsportveranstaltungen gibt es das Spiel ohne Grenzen für rund 2000 Primarschulkinder und School Dance Awards. Während der Schulferien bietet das Sportamt außerdem die Baselbieter Sportcamps an. Also bei mir ist es eigentlich schon sehr wichtig, weil ich bin halt so einer, der hat halt viel Energie und da muss ich halt irgendwo auslösen. Also ich spiele auch noch gerne Fußball, dann spiele ich auch gerne Unihockey. Ich tue auch Orientierungslaufrennen und ja, jetzt eben auch noch Biken in der Freizeit. Kinder und Jugendliche steht so ein grosses Sportprogramm zur Auswahl, zu sehr günstigen Konditionen. Also wir haben Kinder, die noch gar nie getanzt haben. Wir haben Kinder, die schon lange im Tanzen sind. Auch vom Alter her. Wir haben von 6-Jährigen bis zu 15-Jährigen. Und für die, die schon länger im Tanzen sind, ist es natürlich toll, weil sie einfach in den Ferien können das anwenden können, was sie sonst gerne machen. Und für die anderen ist es mal etwas Neues kennenlernen und mal schauen, ist das etwas für sie? Macht es Spass? Ist es toll? Dann gibt es auch noch die Sport am Tag Challenge. Das Angebot soll die ganze Bevölkerung zur Bewegung, sprich zum Laufen, Walken und Velofahren animieren. Drittens, Vermittlung. Mit der Online-Plattform sportmap-bl.ch stellt das Sportamt eine Datenbank zur Verfügung, wo sich die Bevölkerung über alle Sportanlagen im Baselbiet orientieren kann, die öffentlich zugänglich sind. Außerdem hat das Sportamt einen grossen Fundus an Sportmaterial. Alle Baselbieter Schulen und Vereine können das Material aus diesem Fundus gratis nutzen. Mobile Sportinfrastrukturen wie z.B. eine Boulderwand oder ein Pumptrack stehen auch zur Verfügung. Die können beim Baselbieter Sportamt gemietet werden. Viertens, Beratung. Das Sportamt Basel-Land hat grosses Know-how in allen Bereichen rund um den Sport. Das Know-how stellt das Sportamt in Form von individuellen Beratungsleistungen zur Verfügung. Das Angebot das richtet sich an Sportvereine und Verbände, an Gemeinden und Schulen, an sportbegabte Jugendliche und generell an Personen und Institutionen mit sportlichen Anliegen. Die ehrenamtliche Vereins- und Verbandsarbeit wird mit diesem Angebot gestärkt. Eine Talent- und Leistungssportförderung findet in erster Linie über Beratungsleistungen statt. Fünftens, finanzielle Unterstützung.
Wo es sinnvoll ist, leistet das Sportamt Basel-Land auch finanzielle Unterstützung. Von dem profitieren können Vereine, Verbände, Schulen, Gemeinden, Trägerschaften von Sportanlagen, Einzelsportlerinnen und Einzelsportler. Über 1000 Gesuche bearbeitet das Sportamt jedes Jahr. Das Geld, das Sportamt nach sorgfältiger Prüfung spricht, kommt aus der Staatskasse vom Kanton Basel-Landschaft, vom Swisslos Sportfonds Basel-Land und vom Bundesamt für Sport. Der krönende Abschluss vom Sportjahr bildet jeweils die Sportpreisverleihung, wo der Sportpreis und auch die Förder- und Anerkennungspreise vergeben werden. Rund 80% der Baselbieter Bevölkerung treibt regelmässig Sport. Das ist ein ordentlicher Wert. Für uns aber kein Grund, um die Hände in den Schoss zu legen. Wir arbeiten jeden Tag daran, dass wir den Sporttreibenden tolle Möglichkeiten bieten und noch mehr Leute zum Sport animieren.